Willkommen zurück, liebe Freunde, und schön, dass ihr wieder dabei seid in der Draft League. Ich habe heute wieder 4 spannende Spiele vom ersten Spieltag für euch vorbereitet. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr die nächste Folge auch sehen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Wenn euch das Video gefällt, klickt doch einfach auf den Like-Button. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und ja, bis bald. So, genau, was bleibt zu dem Matchup zu sagen? Hier seht ihr schon zwei der Hauptprotagonisten, Harry Kane und Raul Jiménez. Kane einfach ein gnadenloser Shooter, der aber gerade in so einem Pacey-Spiel wie FIFA nicht so gut zur Geltung kommt, weshalb ich Raul Jiménez daneben gestellt habe. Die können sich da richtig schön Chancen erarbeiten. Ansonsten, wer jetzt bestimmt gleich eine Aufstellung sehen, jetzt, danke, seht ihr noch Kalidou Koulibaly hinten als brutalen Abwehrchef und Daley Blind natürlich, Lokal-Matador, guter Mann. Dann auf der Seite noch Riyad Mahrez, der sich ein bisschen füttern kann. Ich sehe noch nicht so richtig, wie Boateng und Thiago Silva da mithalten können, aber die haben natürlich auch Ciro Immobile als Topscorer, auch einer der besten Stürmer Europa. Und ja, was soll ich sagen, Kroos und Thiago, einer der besten Doppelsechsen, die es wahrscheinlich hier in dieser Liga gibt. Ich denke, es wird ein größeres Kernduell zwischen Immobile und Koulibaly als zwischen Thiago Silva und Kane und Jiménez sein. Zumindest auf dem Papier stellt sich das so dar. Wir gucken mal, was das Spiel mit uns macht. Oh, guck mal. Linie. Da ist schon Ferran Torres. Ein leckerer Steakpass. Geile Sache, ey. Und das Tor ist auch eine geile Sache. Da haben wir es schon gesehen, ne? Ja, Raúl Jiménez, der ist einfach ein Ungeheuer. Und wenn der aber nicht trifft, ist immer noch Harry Kane daneben. Also Ajax macht auf jeden Fall richtig Spaß. Mit dem Ball. Nee! Oh. Isko! Da rede ich den ganzen Vorlauf über Ciro und dann kommt Isko und spuckt mir ja einfach mal in die Suppe, ey. Ich finde es einfach so geil, dass in Holland alles, was gut ist, lecker ist. Wahnsinn. Lecker Steakpass. Das ist gemerkt. Jetzt kriegt Ferran Torres gelb, weil ich einen flachen Steilpass machen wollte. Oh, Sergej! Nein! Nein, mach mich doch nicht unglücklich. Ah. Ah ja. Alter. Um Gottes Willen, was machen die mit mir? Wenn es irgendein Szenario geben sollte, wo Boateng mal wieder zu Hertha kommt, ich würde den mit der Schubkarre nach Berlin holen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Sergej! Ein Bombentyp, dieser SMS. Dass der Steilpass einfach der Steakpass ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das kann ich jedem hier nur empfehlen, Freunde. Einfach mal Sprache vom Kommentar ändern. Nicht immer nur 187 Straßenbande hören im Hintergrund. Oder Justin Bieber. Oder beides. Auch mal hier Kulturaustausch machen. So, Riyad Mahrez. Oh! Bruder! So nicht. Oh! Oh, guck mal! Guck mal! Nein! Zu überhastet! Oh, er aber auch! Kevin Trapp? Buongiorno, John Porno. Immobile. Ja, fraaie Pass hoor. Manchester City zet aan hier. Schiri, der ist doch aus. Der war im Aus, der Mann. Warum du das nicht pfeifst, frag ich dich. Ferran Torres kann da nicht so richtig. Nee. Ja, noch alles offen, ne? Auch ich nicht. Kontern, schnell kontern. Da fühle ich mich zu Hause. Zack. Und guck mal, was für ein schöner Pass. Den muss er nur noch reinsch... Oh, der braucht so lange. Warum braucht er so lange? Harry Kane schreibt auf. Jetzt Ferran Torres. Er ist noch jung. Schon wieder. Ständig mache ich solche Sachen. So völlig unnötig. Oh. Sheridan für Lucas Moura. Das ist ambitionierter Wechsel. Ja. Frische Spieler. Upa für Koulibaly. Neuer Linksverteidiger. Und Sergej. Dafür kommt Kevin Campbell. Und ich glaube, das ist smart. Komm. Riyad Mahrez, der Platz. Der Platz. Und. Oh, guck mal. Das ist doch eine Einladung für Harry Kane. Komm, den musst du machen. Fast 88 Punkte. Wo lässt du die denn bei diesem Angriff? Ey. Unfassbar, wie kann er den nicht machen? Weißt du, wenn, keine Ahnung, Hans Sapai den schießt, bei Harry Kane? Ich bitte dich! Nein, 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 nein! Bist du denn dämlich in deinem Kopf? Oh! Gottes Willen! So, sowas brauche ich! Oh, Torres. Rückraum. Oh, komm! Kevin Trapp, ey, als ob der jeweils in seinem Leben solche Bälle gehalten hätte. Kann mir doch keiner erzählen. Oh, warum? Warum muss man sich immer erst aufregen? Jongens, jongens, jongens. Wat een geklunt zeg. Nou, je gaat toch niet op deze positie de bal krijgen? Je moet beter opletten. Bei der Les bleiben. Wer den vor 5 Minuten schon gemacht hätte, hätten wir uns alle Nerven sparen können. Naja. Schönes 3-1. Leckere Steakpass. Das war's aus Amsterdam und dann gehen wir weiter auf den nächsten Pitch. From Atlanta, Georgia. We're here at the Mercedes-Benz Stadium. Schauen wir uns mal an, was hier heute passiert. Atlanta, wie gesagt, als Heimmannschaft im Mercedes-Benz Stadium gegen Chelsea. So, wir gucken gleich mal in die Mannschaften rein, was euch gleich als allererstes mit auffallen wird. Ihr seht ihn schon, Islam Viñera. Atlanta United hat einen wahnsinnig pacey Sturm. Da sind vorne Raheem Sterling und Ben Yedder unterwegs und dahinter steht auch noch Hakim Ziyech. Jetzt werdet ihr es gleich sehen. Die drei sind echt brutal, da muss man echt aufpassen. Ganz interessanter Mann ist Nummer 98 Dano, 21-jähriger Brasilianer, kannte ich vorher auch nicht. Und ja, Kanté trifft auf sein Ex-Team. Kanté gleichzeitig Leader im Mittelfeld. Wird spannend. Chelsea, wie ich schon gesagt habe, absolutes Herzstück ist die Offense. Lukaku und Bruno Fernandes. Ich brauche, glaube ich, nicht viel sagen. Ne? Und daneben natürlich noch Lorenzo und Willian. Willian hier darf wieder für seinen Ex-Club spielen. Ja, ihr seht es ja hier, Rechtsverteidiger Zaidua. Der wird viel mit Sterling zu tun bekommen. Ansonsten Ben Yedder und Alaba noch so ein Key-Duell, auf das man bestimmt nochmal achten muss. Casemiro. Bruno Fernandes. Lukaku. He's in here. And a goal. Not wasting much time today. Bisschen Glück gehabt, bisschen rumgelackt, gebe ich dazu. Nichtsdestotrotz wahnsinnig schöner Schuss von Leon Goretzka. Ey, und wenn ich sehe, ich habe gerade schon erzählt von Bruno Fernandes und Lukaku. Aber wenn du dann noch Leon Goretzka und Casemiro dahinter siehst, Alter, diese Chelsea-Mannschaft ist verdammt gut. Die ist verdammt, verdammt gut. Lorenzo Insigne. Und zu Goretzka. And fed forward. William. Das macht er selber! Welcome back! Mr. Brazilian! Was eine geile Bude! Guck mal, macht er schön. Lässt er sich viel Zeit und ins lange Eck. Gute Sache! Nein! Oh doch! So, Bruno Fernandes. Guck mal, wie schön er den durchsteckt. Bruno Fernandes. Can he put it away? Able to close down the shot. Das läuft, ja, das läuft. Sterling. Oh, guck mal, da unten, der läuft komplett frei. Huh! Bruno Fernandes. Lukaku. Das macht schon eher Sinn. Jawohl. Und da ist der Goretzka. Der Leon. Oh yeah. Goretzka. Also Donnarumma hat heute auf jeden Fall keine Langeweile. So, wir gehen wieder rauf. Ich habe Diogo Jota gebracht für Insigne und Marcel Sabitzer. Stark. Maguire. Oh, und da ist Jota. Die sind heiß. Die sind heiß, die Jungs. 5-0, es wird langsam. Es nimmt sehr unangenehme Züge an. Casemiro. Und guck mal da unten. Da läuft doch Willian seinen Spieler weg. Die Arme. Oh, das tut mir so leid. Aber es macht doch so viel Spaß. Oh. Bei Atlanta kommt Millie aufs Feld. Mein mehr oder weniger Namensvetter. Ja, und ich werde nochmal einem jungen Spieler Chelsea Original ein paar Minuten geben. Diogo Jota. Jetzt mal auf der anderen Seite. Der hat noch Energie. Ja. Oh, und guck mal, William. Hat gerade sein drittes Tor geschossen, der Boy, ne? Oh! He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly. War das ein Elfmeter? Look at the referee, how he's told him off there. No yellow card, but certainly knows what the referee's thinking. Wir gönnen es ihnen mal. And the spot kick is converted as coolly as you like. We'll see it again here, Derek. Looks easy, doesn't it? I can tell you. Diogo Jota. The ball with Sabitzer. So the final whistle, and what we can say officially now is that Chelsea have picked up maximum points from this fixture. Lee, your thoughts? Yeah, good result. Wir haben Atlanta richtig tief ins Loch geschubst. Oh. Das wird mich auf jeden Fall einige Zeit kosten, sie wieder aus dem Loch rauszuholen. Auf der anderen Seite ganz starkes Zeichen von Chelsea. So, wir sind wieder direkt auf dem Platz zu Spiel 7. Seattle gegen Arsenal. Seattle ungefähr mit die krankeste Abwehr in dem Turnier. Ich habe das Gefühl, dass ich das ständig sage, aber hier stimmt es tatsächlich mal. Da wird mächtig was auf Arsenal zuräumen. Ich sag nur Timo Werner, Paolo Dybala, Marco Reus, what the frick. Die werden richtig abreißen. In der Abwehr haben wir dann Fernandinho, auch als Kapitän, und Ederson. Ihr merkt, es sind ganz schön viele Südamerikaner dabei, deswegen heute auch ein südamerikanisches Kommentatoren-Duo. Bei Arsenal wird es gleich ganz interessant. Sie sind eigentlich, somit auch was die Offense angeht, ein bisschen unterlegen. Aber ich denke trotzdem, dass Gabriel Jesus gegen Fernandinho ein gutes, ausgeglichenes Duell wird. Und ihr seht auch schon Nummer 11, Mo Salah. Der ist heiß und der hat mit Ismaili, der letzte Saison noch bei Shakhtar Donetsk war, auch nicht den stärksten Verteidiger. Also Salah gegen Ismaili, das ist wahrscheinlich für die Gunners hier die beste Chance, heute irgendwas aufs Scoreboard zu bringen. Gehen wir rein? Ich hab Bock. Let's go. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Paco Alcazar. Oh, guck mal, schöner Pass für Werner. Goal! Oh, das war way too easy, ehrlicherweise. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Paco. Oh, guck mal. Der hat schon wieder Platz. Und er kann schon wieder schießen. Oh. Mount. O Arsenal vai puxando o ataque. Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento. Das hast du dir so gedacht, ne, mein Freund? Nee, 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 so nicht. Pode ser ensaiada. Afasta mal o cruzamento. Oh, nein! Pega o goleiro. O tempo de reação e elasticidade foi essa. Stark. Paco Alcácer. Oh, was für ein Pass. Oh, und ich verkack das. Weil ich Dybala feier und denke, dass ich mit ihm irgendwas Geiles hinkriege. Kein Grund zur Freude. Ja, jetzt erstmal haltet. Ja, okay, also dafür, dass ich die Offense hier so in den Himmel gelobt habe, war dann noch erstaunlich wenig los. Ao árbitro do primeiro tempo, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo. Defesaça cara a cara, ele virou monstro, virou muro pra. Da war, glaube ich, unser kleines brasilianisches Spitzenduell. Oh, Mason Mount geht. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Zum Glück weiß ich genau. Ah, Marek Hamšík. Sieht überhaupt nicht aus wie Marek Hamšík. Sah ja aus wie Stefan El Sharawi auf Wish bestellt. Und Werner. Werner macht selber. Er nimmt sich den Platz jetzt auch einfach. Frag mich, warum Paco Alcázar nicht läuft. Worauf wartet er? Ja, wir bleiben im Ball. Oh. Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. Lucas Leiva, lá vem o Arsenal pro ataque. Stark, aber Jesus. Oh. Milagre, o que é isso? Ele se estica todo. Die geben sich richtig. Gabriel Jesus und Ederson, ey. Glória, glória, recebe Jesus. Recebe Salah. Nein, 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 nein. Bate pra longe, tira o perigo. Olha só pra empatar, atenção. De muito perto o atacante fuzila, o goleiro pega. Er hält mich so im Spiel. Mínimo, mas Neuer Verteidiger, neuer Mittelfeldspieler und James Rodriguez. Oh, guck mal. Çalhanoğlu kommt. Mal aufpassen. Der soll nämlich ganz gut mit Freistößen sein, habe ich gehört. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. O time tá ganhando em casa e o jogo tá acabando, Vilani. Só tá faltando aquele empurrãozinho final da torcida. Guck mal. Ich glaube, der hat noch... Oh! Timo! Ja, Ederson, du kannst dich freuen, Alter, weil du hast uns im Spiel gehalten hier. Aber Alcazar, ne? Die ganze Zeit gemeckert und jetzt hier so ein Butterball. Danke. Passe cortado, perde a bola o Arsenal. Festa pro apito final. Ja, schön. Aber wir sind heute im Wander bei Atleti gegen HSV. Und die Prominenz habt ihr gerade schon eingeblendet gesehen. Ich glaube, jeder von euch kriegt ein Schmunzeln auf den Lippen, wenn ich sage, es wird heute ein wuseliges Spiel. Ja, und Hamburg hat sich auf jeden Fall mit seiner Prominenz hier nicht lumpen lassen. Wir kommen schon mal zu den Aufstellungen. Atletico hat vorne ebenfalls eine sehr flotte Biene, nämlich den guten Aubameyang. Zusammen mit Luis Alberto werden die echt auch für Gefahr sorgen. Da wird es dann gerade für die Innenverteidiger, für Umtiti und für Ginter schwer, da was zu machen. Aber ich glaube, HSV kann sich da sehr gut wehren. Ihr werdet es gleich sehen, Freunde. Da ist Heung-min Son und davor Richard Richarlison. Und auf den Außen hast du auch noch Rashford und Gnabry. Also, da ist auf jeden Fall genug Durchschlagskraft vorhanden. Da hinten wird es halt ein bisschen dünn, ne? Rakitic, Paulinho, Ginter. Ist jetzt nicht so das Top-Zentrum. Das ist auf jeden Fall Luft für Atleti. Wie gesagt, ich denke, Ober gegen Umtiti wird für Atletico ein ganz klares Schlüsselduell. Und auf der anderen Seite Rashford gegen Pereira auf der rechten Seite. Das könnte auch sehr spannend werden. Ja gut, aber Neuer sieht da noch ziemlich entspannt aus. Aber auf Ober müssen wir aufpassen. Oh, aber guck mal, da ist schon Richard. Richarlison hat gleich mal hier gezeigt, wer die Hosen anhat. Oh, Bonronzo. Schiri, Freistoß? Lass mich wissen, was du davon hältst. Oh, jetzt muss ich mal aufpacken. No, 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 no. Mi hermano. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Das ist... Schade. La mueve Paulinho. Son. Rashford. Luke Shaw, kann er sowas? Oh! No consiguen superar al guardameta con ese cabezazo. Recupera el rival. War jetzt so auch nicht geplant. Und einmal auf Payet aufpassen, bitte. Oh nein. Oh. El encuentro vuelve a empezar con el gol del Atleti. Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás. Y ahí el portero podría haber hecho algo más. Ese balón no puede entrar. Fällt mir wieder nichts zu ein, ne? Esta jugada es para marcarla. Ich sag's vorhin noch. Nee, das sind Bälle, da denkt man, sie geht weg. Und dann sind sie noch drin. Jetzt passiert hier schon wieder so eine Kacke, Alter, weil ich einfach penne. Schon halb im Bett liege, ey. Madre mia, sehe ich genauso. So, Richard. Guck mal. Son, geh doch auf die Reise. Du bist doch 10-mal schneller. Oh! Un minutito. Auch nicht schlecht. Was schlecht? Naja, es ist einfach hier noch ein, zwei Tore schießen und vielleicht geht's dann gut. Wahnsinn. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Bueno, Manolo ha marcado el gol del empate y seguro que eso le dará confianza para... Si la enchufa se adelanta. Y el portero la envía a zona de nadie. Richarlison. ¿Cómo? Sonny. Son. Vaya show. Ja. Ja, also. Ja, bitte. Warum machst du nicht gleich so? Guter Mann. Guter Mann, der Son. Oh. Oh. ¡Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez! ¡Dando un recital! Tenía disparo, pero no logra aprovechar. So nicht, Freunde. So nicht. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos drei neue. Luis Gustavo hinten rein. Links Ben Davies, meine ich. Und Kedira. Wir haben jetzt einen Weltmeister in der Mannschaft. Nein. Lass das doch alles mal sein hier. Komm. Jetzt wird gekontert. Oh, guck mal. Serge Gnabry rennt allein aufs Tor zu. Den muss er machen. Oh. Na, kriegt Richard noch einen? Was ein wuseliger Mann. So einfach kann es doch sein, Freunde. Ah, der ist im Abseits. War der nicht im Abseits? Oh, hätte mir noch Zeit lassen können mit dem Schießen. Naja. 3-1. GG Atletico. Läuft. Hier natürlich absoluter Spieler des Spiels. Richard Richarlison.